Heute bei den Late News hat dank einer aufmerksamen Nachbarin die Polizei in Wilster vier Einbrecher beim Einbruch in eine Tankstelle auf frischer Tat ertappt. Die vier versuchten sich dann bei der Polizei herauszureden, indem sie meinten, dass sie doch nur tanken wollten und leider den Lichtschalter nicht fanden. Zudem konnten sich die vier nicht darauf einigen, ob sie nun normal, super, super plus oder Diesel tanken mussten. Und was das Ganze für die Polizei noch verdächtiger machte, sie hatten gar kein Auto. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich heute Abend wieder mit mir, Florian Strehletz, bekannt aus diesem einen Disney-Film. Diesen, dem es um Alibaba oder irgendeine Prinzessin ging. Da, wo die 40 Räuber alle nackt waren und die Prinzessin ihre langen Haare nicht nur auf dem Kopf hatte. Oder war das nur eine Nachricht bei den RTL-Nachrichten After Dark? Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button, auf die Glocke, aber dieses Mal nicht hier bei mir, sondern bei unserem besten Senior-Korrespondenten Indy Jones. Sein Link ist in der Beschreibung, also los, haut bei ihm auf den Abo-Button, auf die Glocke, damit er mich quotentechnisch weiter abhängt. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Late News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Potsdam, wo diese Wölfe gerade die Witterung aufgenommen haben von deinem Abendessen und sich gerne bei dir einladen würden. Und da das hier eine Aufzeichnung ist, sitzen sie bereits bei dir am Küchentisch. Was wiederum erklärt, warum du deine Katze nicht mehr miauen hörst. Außerdem präsentiert uns heute noch unsere Sonderkatzenkorrespondentin Mauzi Miau die neuesten Schlaftrends. Wobei ich mir jetzt nicht wirklich sicher bin, ob sie uns so viel dazu sagen will oder uns nicht lieber zeigen will, wie optimal ihre Augenlider das Licht nicht durchlassen. Oder dass sie ganz bestimmt nicht schläft, sondern nur einmal in Ruhe über die Lehren von Marx und Engels nachdenken wollte. Oh, da werde so ich müde von. Na, mal schauen, ob sie nachher dann ausgeschlafen ist für unsere Live-Schalte. Ansonsten muss ich halt mit dem Schuh auf den Tisch hauen. Dann ist sie bestimmt wach und krallt sich in die Zimmerdecke. Aber kommen wir zuerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Auch fast ein Jahr nach der Veröffentlichung der PlayStation 5 sieht die Lage kaum anders aus als vor der Veröffentlichung. Gefühlt 1 Milliarde Menschen wollen eine PS5 haben, aber nur sehr, sehr wenige haben sie bereits bei sich zu Hause. Lassen sie verstauben, wie ich. Aber auch nur aus Prinzip, denn meine PS5 ist einmal abgestürzt und sitzt seitdem in der Ecke als Strafe. Wem aber die Wartezeit zu lange dauert und nicht bereit ist, vierstellige Summen bei eBay für eine PS5 zu zahlen, kann natürlich wie immer im Leben auch eine Abkürzung nehmen. Nämlich ins nächste Tesla Autohaus. Denn das neue Modell S kommt mit einem Gaming-PC auf Next-Gen-Niveau. Das heißt, mit wenigen exklusiven Spielen und noch mehr Bugs als der Autopilot von Tesla. Einziges Manko, leider verkürzt das Spielen die Akkuleistung auf weniger als 100 Meter. Aber fürs Fahren gibt man doch auch keine 87.000 Euro aus, oder? Währenddessen in Frankfurt. Kreativität kann nie schaden. Sei es als Autor oder als Künstler oder auch als Juwelenräuber. Denn jeder kann mit einer Skimaske auf dem Kopf und einer Pistole in der Hand einen Juwelier befallen. Das jedoch führt dann nicht zu Angst bei den Mitarbeitern, sondern meistens nur noch zu einem müden "Oh nein, bitte nicht erschießen." Also warum nicht mal kreativ sein und beim Raub auch mal etwas falschen? Also diese Halskette klaue ich nur, wenn ich dem Sicherheitstypen da hinten 3 Kugeln ins Bein jagen kann. 3 Kugeln? Der hat doch 18 Kinder zu versorgen. Okay, okay, dann nur eine, aber die direkt ins Herz. Okay, das ist ein fairer Deal. Oder warum nicht mit einem Auto in ein Juweliergeschäft fahren und ohne das Auto zu verlassen alles mitnehmen? Denn genau das haben 2 Bankräuber in Frankfurt gemacht und Juwelen im Wert von 80.000 Euro so mitgehen lassen. Erwischt wurden sie nur, weil sie danach den nächsten McDonald's auf genau dieselbe Weise um ein paar Big Macs erleichtern wollten, sich das Auto aber in der, wie immer bei McDonald's, kaputten Eismaschine verkeilt hatte. Derweil in Malibu. Eines meiner größten Geheimnisse ist ja, dass ich ein riesiger Fan von Duftkerzen bin.
Das liegt aber auch nur daran, dass ich in Spandau direkt neben einer Zigarettenfabrik aufgewachsen bin und dementsprechend immer einen gewissen Zigarettengeruch mit mir herumtrug. Und um nicht weiter von den Kindern in der Grundschule als der Coole, der schon rauchen kann, gehänselt zu werden, fing ich recht früh an, mit Duftkerzen herum zu experimentieren. Das waren anfangs nur Teelichter mit Lavendelgeruch, aber das artete recht schnell aus, bis hin zu handgedrehten kubanischen, nach Vanille riechenden Bienenwachs-Duftkerzen. Genau deswegen bekomme ich noch heute beim Riechen am Wunderbaum im Auto eine Erektion, was nur der medizinische Begriff dafür ist, wenn man sich durch Gerüche an Dinge oder Erlebtes erinnert. Woran ich mich jedoch nicht gerne erinnern würde, wäre der Geruch der neuen Duftkerzenkollektion von Gwyneth Paltrow. Denn ihre Firma Goop bietet nun eine Duftkerze an, die nach Gwyneth Paltrows Vagina riecht. Und wie oft meinte ich schon zu meinen Freunden, bin ich das oder riecht es hier nach der Vagina von Gwyneth Paltrow? Noch zum Abschluss die Late News Videospielkritik der Woche. Mit dem neuen Deathloop für alle aktuellen Konsolen wie dem Atari Flashback. Denn wieder einmal steckt auch bei Deathloop der Spieler in einer Zeitschleife. Die Late News Videospielkritik der Woche. Mit dem neuen Deathloop für alle aktuellen Konsolen wie dem Atari Flashback. Denn wieder einmal steckt auch bei Deathloop der Spieler in einer Zeitschleife fest. Wie in ca. 11 von 10 Spielen die Late News Videospielkritik der Woche. Mit dem neuen Deathloop. Denn wieder einmal steckt auch bei Deathloop der Spieler in einer Zeitschleife. Die Late News Videospielkritik der Woche. Mit dem neuen. Warum kommt mir das hier so bekannt vor? Bin ich etwa in einer Zeitschleife? Die Late News Videospielkritik der Woche. Yada, yada, yada. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe, bis ich die Zeitschleife wieder zu. Die Late News Videospielkritik der Woche. Wirklich? Wie oft wollen wir das noch machen, du verfickte Zeit? Die Late News Videospielkritik der Woche. Es tut mir leid, dich beleidigt zu haben, Zeitschleife. Okay, scheinbar hat das geholfen und wir können nun die Late News Videospielkritik der Woche. Verdammt! Und so stellt sich mir nur die Frage am Ende, nach über 5 Milliarden Zeitschleifen, die mir das Spielen von Deathloop eigentlich. Die Late News Videospielkritik der Woche. Die Late News Videospielkritik der Woche. Warum immer nur dieser eine Tag? Denn ich muss jedes Mal vorher zur Zahnwurzelbehandlung von 18 zu meinem Zahnarzt und danach zur Prostatauntersuchung sowohl beim Urologen als auch beim Proktologen und bei meinem Zahnarzt. Was alles noch okay ist, immerhin ist das in Zeiten von Corona einer meiner wenigen zwischenmenschlichen Kontakte. Die Lately News Videospielkritik der Woche. Das waren die besten Lately News dieser Staffel. Wir sehen uns wieder am Freitag mit noch viel besseren Lately News. Und niemals vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.